Hallo liebe Freunde, weiter geht's bei Kerbal Space Program. Wir waren beim letzten Mal ausgestiegen mit der Aussicht, dass wir jetzt das nächste Etappenziel erreichen müssen und das wäre mehr oder weniger dicht an den Mond, also an den Mun. Wir haben ja zwei Monde, aber an den Hauptmond, an den Mun ranzukommen. Dazu haben wir ja auch ein bisschen ein globales Ziel. Flyby müssen wir schaffen, irgendwelche wissenschaftliche Daten sammeln und halt zurückkommen. Es gibt auch unheimlich cool noch ein paar Wissenschaftspunkte dazu. Geld natürlich auch. Und damit jetzt nicht hier dieser ganze Prozess von ich bastel was, teste es, funktioniert nicht, wieder zurück, umbauen, testen, funktioniert wieder nicht, umbauen, alles wegnehmen, nochmal neu aufbauen, habe ich das ein bisschen offscreen gemacht. Ich habe es noch nicht bis zum letzten durchgetestet. Ich habe mal geguckt, wie kommt man damit in Orbit und wie viel Sprit ist noch übrig und was kann man machen. Und ich warne euch vor, es ist keine Schönheit geworden, aber sie bringt uns bestimmt in den Orbit. Und genug Sprit für den Flug zum Mond und später das Abbremsen müsste drin sein. So, jetzt versteht ihr sicherlich, was ich meine mit, das ist keine Schönheit. Also man sieht zwei Booster, die sollen uns ein ganzes Stück nach oben bringen. Dann wird erst diese Stufe gezündet. Hier gibt es nochmal eine zweite Stufe drin und am Ende noch eine dritte Stufe, mit der will ich dann am Ende sicherstellen, dass wir auch wieder in die Atmosphäre zurückkehren. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist ja sowieso alles erreicht. Dann werden wir früher oder später auch auf Körben wieder runtergehen. Das wird dann auch weggesprengt. Hier haben wir dann unseren Hitzeschild. Das heißt, wir können auch einen sehr harten Ritt durch die Atmosphäre überstehen. Auf der Seite haben wir ein bisschen Wissenschaft hängen. Gucken wir mal, dass das klar geht. Man könnte ja, wenn wir beim Mond das gesammelt haben, eine EVA und der kann dann ja die Daten einsammeln, mit in die Kapsel nehmen. Dann wäre es auch nicht schlimm, wenn das immer wieder eintritt, doch verglüht. Dann haben wir die Daten trotzdem gesammelt. Eine Antenne habe ich mitgenommen. Weiß jetzt nur nicht mehr wieso. Ach so, genau, die Antenne habe ich, glaube ich, mitnehmen wollen eigentlich, weil ich das mit diesem Teil hier machen wollte, unbemannt. Nur, das ist tatsächlich, der hat nichts drauf. Der kann nicht mal das Raumschiff stabilisieren und das taugt dann echt nichts. Also habe ich mich umentschieden, eine Kapsel gemacht. Jebediah ist der Pilot. Könnte man eigentlich auf die Antenne verzichten, aber jetzt fliegen wir wirklich weit weg. Da sollten wir schon eine Antenne haben. Die Idee ist die, zwei Booster zünden. Irgendwann zündet die Stufe und die Booster werden abgesprengt. Dann sprengen wir die untere Stufe, der nächste zündet. Dann, das habe ich jetzt extra nicht in eine gemacht, weil das Absprengen und das wieder zünden, das muss nicht unbedingt sehr unmittelbar stattfinden. Getrennt, irgendwann wird der ganze Unterteil getrennt, dann kommt der Bremsfallschirm und dann der Hauptfallschirm. Also nichts Besonderes. So, wie gesagt, ich habe das schon mal getestet. Das sollte eigentlich jetzt klar gehen, dass wir in die Atmosphäre kommen. Mit dem Mystery Goo draußen dran habe ich es noch nicht getestet. Ich gehe mal davon aus, dass es trotzdem klar geht. Aber ein bisschen Unklarheit ist ja vielleicht auch nicht ganz uncool, dass wir das jetzt ein bisschen gemeinsam erleben und nicht schon total vorgefertigt alles nur präsentiert wird. Also Stabilität an. Schub in der unteren Stufe mache ich jetzt nicht auf voll, sondern nur so ein kleines bisschen, dass wir ein wenig Schub kriegen, dass wenn die abgesprengt werden, wir uns davon entfernen können. Nicht, dass die uns nochmal dann am Ende gegen die Rakete klatschen oder sowas. Das wäre äußerst ungut, sage ich jetzt mal. Ansonsten, was wäre noch zu sagen? Genau, also die bringen uns wirklich ein enormes Stück hoch. Also ganz enorm. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Start. So,
bisher läuft. Beim letzten Test hatte ich die auf 75% geschaltet. Ich glaube, jetzt sind sie noch mal runter auf 70, wobei man das jetzt hier nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. Ich kann es zumindest nicht. Wahrscheinlich ist das der Wert hier. Wir sind nämlich sonst so schnell geworden, dass das hier schon anfing, dass das so in Richtung, es fängt an rot zu glühen. Und das ist ja eindeutig zu schnell. Dann lieber etwas weniger Schub und dafür länger brennen. Gucken wir mal, dass wir hier langsam die Kurve kriegen. Überschalleffekte kommen schon. So, jetzt sollten wir aber auch wirklich langsam mal rumkommen. Schwierig. So, gleich sind die auch ausgebrannt. Ja, trotzdem noch viel zu schnell im Grunde genommen. Also so, dann schalten wir den noch wieder aus. Jetzt gehen wir mal in den Kartenmode und sehen, wir haben jetzt schon eine Apoapsis von fast 100.000. Also wir brauchen jetzt im Moment auch gar nichts weitermachen, sondern bereiten uns auf den Teil vor, dass wenn wir hoch genug sind, den Orbitalflug einleiten können. So, wenn wir jetzt hier genauso zwischen Himmel und Erde auf den Horizont zeigen, sind wir genau waagerecht. Wenn wir jetzt Gas geben, ja, so, jetzt gehen wir gerade in den Weltraum über. Wenn wir jetzt Gas geben, dann drücken wir hier die Parabel auseinander. Das ist das, was wir wollen. So, jetzt haben wir noch knapp eine Minute. Ich denke, bei 40 Sekunden geben wir dann Gas. Und was jetzt einfach auffällt, ist, wir haben noch fast die komplette Stufe Sprit, um das zu schaffen. Dann haben wir die nächste Stufe, die ja auch nochmal komplett Sprit haben. Mit der will ich zum Mond, zum Mun und mit der letzten Stufe wieder zurück. Das ist mal so der grobe Plan. So, jetzt rede. Wir haben die 40 Sekunden schon verpasst. Also dann jetzt Vollgas voraus und man sieht, wie die Parabel sich immer weiter rausdrückt. Irgendwann ist es dann keine Parabel mehr, sondern umspannt Körbin und irgendwann haben wir auch eine Periapsis und irgendwann kommt die auch aus der Atmosphäre raus und dann haben wir unseren Orbit. Nachsteuern. So, jetzt soll Jebediah einfach den Kurs halten, immer auf Prograde. Wir haben jetzt keine andere Wahl, weil wir sinken schon wieder ab. Wir müssen das Ding jetzt einfach rausdrücken. Ein bisschen früher hätten wir Gas geben müssen, dann das etwas idealer gewesen. Oh, es reicht noch nicht ganz. Der Treibstoff ist aber jetzt auch fast zu Ende. So, da kommt die Periapsis. 70.000, wir sind raus und haben einen Orbit. Und noch einen Ticken Sprit übrig. Würde ich sagen, warpen wir jetzt hier hin. Wie
der Prograde. Oh, jetzt muss ich was nachgucken. Habe ich das eigentlich noch gemacht? Ich glaube, ich habe es vergessen. Ich wollte doch eigentlich noch eine Batterie hier mit dran klemmen. Jetzt müssen wir gucken, ob wir mit dem Strom, den wir dabei haben, auskommen. Also, diese Triebwerke liefern meines Wissens ein bisschen Strom. Electric Charge ist jetzt verbraucht. Da werden wir jetzt einfach mal drauf achten. Ja, hat ein bisschen was gebracht. So, jetzt können wir die Stufe absprengen. So, und da sind wir schon beim Problem. Dieses Triebwerk liefert keinen Strom. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir so wenig wie möglich das Stabilitätsprogramm benutzen, damit wir so wenig Strom wie möglich verbrauchen. So, aber der Anschubser, der hat das hier nochmal ordentlich rausgeblasen. So, jetzt müssen wir mal wirklich raus hier. Jetzt sehen wir hier, da ist der Mun. Der umkreist uns wirklich sehr kreisförmig. Jetzt muss ich mal gucken, können wir schon Manöver machen? Ja, wir können schon Manöver machen. Das heißt, wir müssen an irgendeiner Stelle ja beschleunigen. Und die Regel ist ja immer die, wenn ich an dieser Stelle beschleunige, werde ich auf der Seite den Orbit erhöhen. Kommen wir hier nochmal zurück. So. Jetzt müssen wir das nächste erreichen. Und zwar, es würde jetzt nichts nützen, weil wir könnten jetzt sagen, ach so, der Mun ist hier, also gehen wir nach da und machen hier unser Manöver und blasen hier den Orbit auf, bis wir da sind. Das Problem ist ja nur, der Mun bleibt ja nicht da. Bis wir da sind, ist der Mun wahrscheinlich hier. Nicht wahr? Vielleicht sogar schon da, ich weiß es nicht. Deswegen müssten wir eher gucken, dass wir ein Manöver machen, was hier ist. Und hier beschleunigen. Jetzt sehen wir, das Braune, das ist das... Also das Türkise ist, so ist es jetzt. Und das Braune ist, so würde es sein, würden wir das Manöver wie geplant durchführen. So, und jetzt kratzen wir hier... und da passiert was. Jetzt sehen wir hier in dunkelviolett. Dort wäre der Mun, wenn wir genau das Manöver so durchführen und es gäbe hier auch, hier gibt es einen Encounter. Zu dem Zeitpunkt wäre der Mun noch hier. Das hier ist der Zeitpunkt, wo der Mun wäre, wenn wir wieder in den Kerbin-Orbit zurückkehren. Jetzt lässt sich das Ganze hier auch noch ein bisschen... Guck mal, sowas wäre dann so ein Katapult-Dings. Dann würde uns der Mun so richtig beschleunigen und... Aber das ist ja nicht unbedingt das, was wir wollen. Was mache ich denn eigentlich gerade? Wieso bewegt sich da was? Wenn man jetzt hier mal doppelt draufklickt, dann sehen wir, das hier ist unser Flyby beim Mun. Das Problem ist, wo kommen wir denn da wieder raus? So kann ich jetzt durch, doch, da kann man wirklich doppelklicken. Dann kommen wir da wieder raus und gehen auf der Bahn wieder zurück. Also das wäre ein mögliches Manöver. Jetzt sind wir nur blöderweise an dem Punkt bereits vorbei. Das heißt, wir warpen jetzt nochmal sollen das jetzt? Wieso warpet er nicht? Das eben einfach selber.
hier haben wir auch unser Manöverpunkt. Jetzt müssen wir uns darauf ausrichten. Praktischerweise ist das ungefähr Prograde, aber nicht unbedingt total. So könnte man es lassen. Manöver. Was, in 36 Minuten? Oder sind wir schon wieder drüber raus, oder? Sind schon drüber raus. Also dann aufgeschissen, Vollgas voraus. Ein bisschen blöd, dass er sagt, hier, wir hätten hier eine Burnzeit von 2 Minuten und das ist in Rot. Weiß nur nicht so genau, bedeutet das, wir haben gar nicht so viel Sprit, um 2 Minuten zu burnen. Jetzt ist was passiert. Jetzt streichen wir mal das Manöver und gucken uns den Mun an. Also wir werden so am Mun vorbeigehen. Oh, mit einer Wahnsinns Periapsis. Jetzt gucken wir mal, ob wir ganz vorsichtig und langsam beschleunigen, was dann passiert. Die wird kleiner. Wir wollen ja auch ein bisschen was vom Mund sehen, nicht wahr? Das Problem ist dann, dass wir danach einen tierischen Orbit umkurven kriegen. Aber das ist jetzt einfach mal so. Und jetzt sagen wir, da wollen wir jetzt mal hin. Zeit geht vor und wir sind am Mun. Gehen wir noch ein bisschen dichter. Der Mund. Wir sind dort und dann feuern wir jetzt mal unsere Experimente ab. Als erstes mal ein Crew Report. Saubere Sache. Dann gucken wir uns den Mystery Goo an. Komisch, der bringt kaum was. Aber immerhin 20 Punkte ist auch in Ordnung. Dann das Barometer. Das Thermometer. Du darfst mal nach draußen, gibst den EVA-Report, außerdem collectest du bitte, so was hat er, removing is will render, aha, das ist mir egal, das nehmen wir trotzdem raus, take data, Experiments und wieder einsteigen. So, damit haben wir hier unsere Schuldigkeit getan und jetzt gucken wir mal, wie wir wieder zurückkommen. Wir haben ja gesehen gehabt, dass wenn wir da beschleunigen, dass wir dann jetzt diesen riesigen Orbit produzieren. Vielleicht, wenn wir jetzt hier wieder abbremsen. Was würde dann passieren? Es steigt weiter. Dann vielleicht, wenn wir weiter beschleunigen, was passiert dann?
dann sinkt es. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht jetzt hier irgendwie doverweise... Nee, ich beschleunige ja. Dann krache ich schon nicht in den Mund rein. Zack, da. Wird das schon anders. Das ist in Ordnung. Jetzt 1 Million Meter. Also Treibstoff haben wir, glaube ich, mehr als genug dabei gehabt. Das sollte nicht unser Problem sein. Wir haben ja noch eine weitere Stufe, die wir noch vollständig verfeuern können, obwohl mit einem kleinen Tank, aber immerhin. Ich würde jetzt gerne das hier auf ein bisschen höher als 70.000 bringen. Das war vielleicht sogar ein bisschen zu ambitioniert. Und wenn wir dann das nächste Mal hier unten ankommen, dann bremsen wir die Apoapsis runter. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir jetzt diesen Weg runterrauschen und dann hier durch die Atmosphäre gehen, also das ist wirklich eine ganz übel hohe Geschwindigkeit. Das könnte zu hart sein. So, jetzt gucken wir nochmal nach. Elektrizität reicht, denke ich, auch noch ganz gut aus. Und dann genießen wir doch ein bisschen. Und ich beschleunige mal die Zeit. Auf Wiedersehen, Mund. Es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich denke, das logische nächste Ziel ist im Grunde genommen die Landung auf dem Mund. Dieser Punkt und der Punkt. Das ist jetzt ein bisschen blöd zu sehen. Es bewegt sich ja alles. Deswegen, jetzt kommen wir gleich in den Kerbin Orbit zurück. Und dann wird der braune der neue türkise. Also von Kerbin, das muss irgendwo da hinten sein. Vielleicht das hier, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich bloß Grafik. Wir steigen jetzt von Kerbin aus gesehen natürlich noch ein bisschen auf und dann sieht's her noch im Steigflug bisschen drauf. So, der Steigflug geht langsam zurück. Da hinten verschwindet langsam der Mund. So, wir erreichen den Scheitelpunkt. Zack, und jetzt sind wir auf dem Rückweg.
Kann ich jetzt keinen Crew-Report machen? Nee, das will ich lieber nicht. Schade, ich hätte gedacht, wir wären jetzt ja in einem Orbit sehr hoch über Kerbin. Das würde vielleicht nochmal Möglichkeit geben für einen neuen Crew-Report, den wir dann über Funk abschicken könnten. Aber das ist uns leider nicht vergönnt. So, Periapsis stimmt weiterhin. Der Mond ist inzwischen auch schon ein ganz schönes Stück weiter. Ich denke, wir werden jetzt mal bis hier vorwarpen. Das Problem ist ja immer, wenn ich vor der Periapsis bremse, sinkt die auch ab und wir sind jetzt schon verdammt dicht vor der Atmosphäre. So, jetzt gehen wir retrograd. Und da hätten wir jetzt nochmal eine Counter mit dem Mund gekriegt, so ein bisschen. Ganz langsam geht da auch unsere Periapsis mit runter. Das heißt, wir werden jetzt schon auch durch die Atmosphäre gehen. Da ist die Stufe ausgebrannt. Das ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm, denn wenn wir die jetzt absprengen, wird die ja immer wieder durch die Atmosphäre gehen und irgendwann von ganz alleine verglühen. Frage ist, setzen wir alles auf eine Karte und gehen... Warum zum Geier startet dieses Triebwerk nicht? Absprengen. Schalten wir den Strom noch mal ein bisschen aus und setzen zur Landung an. Oh, Jebediah findet es super. Ich denke, die Geschwindigkeit ist auch nicht zu hoch. In etwa. Jetzt sollte langsam genau die heiße Phase beginnen, sozusagen. Was zur Hölle ist das? Ach, doch, da. Ich habe schon gedacht, unser Fallschirm wäre weg.
Er kriegt auch ordentlich einen mit. Ist das Blaue eigentlich? Habe ich hier irgendwelche falschen Knöpfe gedrückt? Das sieht alles ziemlich merkwürdig aus. Also keine Ahnung, wo das hier herkommt, und hier unten ist dann so ein blaues Gegenstück dazu. Möglicherweise habe ich jetzt hier irgendwas gedrückt, was ich nicht hätte drücken wollen. Ich hoffe sehr, dass das hier nicht mit irgendwelchen... Ich habe meine Fallschirme bereits versaut. Nee, das scheinen halt Anzeigen zu sein, die ich eingeschaltet habe, ohne zu wissen, was sie tun und wie sie funktionieren und wie ich sie überhaupt angeschaltet habe. Scheinen so ein bisschen so Vektoren anzuzeigen, in welche Richtung Beschleunigungen und so weiter. Wirken. Da ist der Mund. So, wir geben noch mal Gas ein bisschen. So, beim letzten Mal konnten wir ja schon im Forschungszentrum die nächsten Raketenteile freischalten. Ich denke mal, jetzt haben wir wahrscheinlich genug, um auch die Tanks dazu freizuschalten. Und dann sollte es wohl auch möglich sein, ein Landefahrzeug zu bauen, um auf den Mond mal runterzugehen. Oder zumindest mal die nächste Mission im Moon-Orbit zu sein. Also ich sag mal, das würden wir wahrscheinlich mit dieser Rakete schon hinkriegen. Wir hatten ja am Ende so viel Treibstoff übrig. Wir hätten sicherlich auch so runterbremsen können, dass wir schon mal beim Moon im Orbit bleiben. 160 Wissenschaftspunkte, da sind sie alle da. Und jetzt können wir gucken. Das hier eher noch nicht, aber die Treibstoffsysteme, die werden wir brauchen. Das sind die großen Tanks für die großen Triebwerke hier. So. Und mit dieser erfolgreichen Mission, gucken wir mal nach, war sie erfolgreich? Explore the Moon, jawohl, haben sie uns gegeben. Gibt es jetzt was Neues? Explore Kerbin. Was? Ist das nicht irgendwie so ein bisschen merkwürdig, nicht in der richtigen Reihenfolge gekommen, dieses Ziel? Oh nee. Scheint was anderes zu sein. Da geht es darum, wir sollen jetzt quasi zwei Raumschiffe gleichzeitig haben, die sich dann im Orbit treffen. Also treffen im Sinne von sie befinden sich dann an derselben Stelle. Nicht, dass sie sich gegenseitig treffen im Sinne von aufprallen oder sowas. Da geht es dann darum, dass wir uns darauf vorbereiten, zum Beispiel auch so Rettungsmissionen und so weiter zu machen. Oder wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, wir hätten ja oben eine Raumstation, die müssen wir ja auch anfliegen können. Und da müssen wir ja in der Lage sein, so eine Rendezvous zu
ja, vorzubereiten und durchzuführen und dann irgendwann zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, abzubremsen und so weiter und vielleicht Undock-Missionen und so weiter. So, also ich denke mal, für die Folge waren wir erfolgreich. Der Mun ist erfolgreich besichtigt worden. Nächste Ziele halt jetzt wieder im Kerbin Orbit Rendezvous üben, beziehungsweise vielleicht schon mal gucken, beim Mun einen Orbit zu machen. Das könnten wir mit unserem aktuellen Raumschiff schon schaffen. Und dann natürlich Aussicht auf, wir wollen auf dem Mond landen. Ich sag vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.